Dann also herzlich willkommen zur vierten Vorlesung Gaben und Logik. Wir wollen rekapitulieren, was wir letztes Mal gemacht haben, da noch ein paar Details nachtragen und uns dann kümmern um Gensens Konsistenzbeweis von Peano-Arithmetik. Zunächst, das haben wir letztes Mal gesehen, wir haben diese modalen Operatoren, diese lokalen Operatoren eingeführt. Ich werde mich da noch öfter versprechen, weil jeder lokale Operator ist auch ein Modaler. Ja, Modaler ist der Überbegriff. Das war zunächst ein bisschen unmotiviert, aber dann haben wir gesehen, was das bringt. Es bringt zum Beispiel das Resultat Nummer 2 hier, wenn Phi Psi bedingt, und zwar unter Verwendung vom Axiom vom ausgeschlossenen Dritten, dann bedingt die Nicht-Nicht-Übersetzung von Phi, die Nicht-Nicht-Übersetzung von Psi, rein intuitionistisch, ohne Verwendung des Axioms vom ausgeschlossenen Dritten. Und damit haben wir dann erzielt, dass für geometrische Formeln, dass es da im Wesentlichen keinen Unterschied gibt zwischen Hating-Arithmetik und Peano-Arithmetik. Ich will mal andeuten, wie man erstens oder zweitens beweist. Das ist insgesamt eine lange Induktion, die Übungsaufgabe wird, wo man auch wirklich was lernt, wenn man das durchzieht. Aber ich will hier so zwei Fälle mal vorführen. Also Teil eines Beweises von erstens Morgen. Also, was ist hier die Situation? Die Situation ist, dass wir gegeben haben einen Beweis, dass Phi Psi bedingt. Und wir sollen zeigen, dass es auch einen Beweis gibt, dass Phi hoch Nabla Psi hoch Nabla bedingt. Dieser Beweis hier, dass Phi Psi bedingt, der liegt in formalisierter Form vor. Das ist ein Beweis, eine Ableitung in Gensens Kalkül. Das ist also so ein langer Beweisbaum, wo ganz unten steht, Phi bedingt Psi. Wenn wir jetzt zeigen wollen, dass es auch einen Beweis gibt von dieser übersetzten Sequenz, dann müssen wir jetzt also irgendwie zeigen, dass wir diesen gegebenen Beweisbaum Schritt für Schritt transformieren können, sodass aus dem alten Beweisbaum eben ein neuer wird, der dann die neue Sequenz nachweist. Und dazu müssen wir uns nur daran erinnern, woraus denn Beweisbäume aufgebaut sind. Die sind aufgebaut an den Blättern aus irgendwelchen Axiomen, die in der Theorie T drin stecken. Und ansonsten den Schlussregeln. Den Schlussregeln von intuitionistischer Logik. Und was wir also nachrechnen müssen, ist, dass jede Schlussregel von intuitionistischer Logik, dass deren Nabla-Übersetzungen auch wieder gültig sind. Auch wieder selbst Instanzen von irgendwelchen Schlussregeln sind. Also es geht zum Beispiel so. Die Nabla-Übersetzung der Schnittregel lautet, so, Schnittregel habt ihr oben rechts auf eurem Schnittregelblatt, auf eurem Regelblatt, und die Übersetzung davon wäre diese hier. Und ihr seht, diese übersetzte Regel ist selbst auch wieder eine Instanz der Schnittregel. Nur halt nicht für Phi, Psi und Chi, sondern für die übersetzten Formeln. Und ist intuitionistisch herleitbar. Wenn also ein intuitionistischer Beweis von der ursprünglichen Sequenz von Phi bedingt Psi an irgendeiner Zwischenstelle mal die Schnittregel verwendet und jetzt überall Nablas dazu schreibt, dann seht ihr, diesen einen Beweisschritt könnt ihr auch wieder nachmachen. Der ist auch wieder gültig. Machen wir noch ein Beispiel. Schauen wir uns an, was die Nabla-Übersetzung ist von einer der Regeln für die Disjunktion. Die Nabla-Übersetzung der Regel für Disjunktionselimination lautet, so, ich schreibe erst die alte Regel hin, wie sie auf dem Blatt steht, und dann übersetze ich sie. Die wäre also, wenn man es schafft, zu zeigen, dass Phi Chi bedingt. Und wenn man es geschafft hat, zu zeigen, dass Psi Chi bedingt,
dann bedingt auch die Disjunktion von Phi und Psichi. Ja, das ist also eine Regel, die in so einem gegebenen Beweis vorkommen könnte. Was wir jetzt zeigen müssen, ist, dass Ihre Nappler-Übersetzung auch wieder gültig ist. Mit gültig meine ich auch ableitbar ist, auch intuitionistisch verwendbar ist. Was wäre denn die Nappler-Übersetzung? Na gut, hier also überall Laplace hin tun. Und auch hier vorne die gesamte Aussage mit Nappler übersetzen. Und wie ging das nochmal? Das ging dadurch, dass man vorne einen Nappler dazu schreiben muss und hier rekursiv weiter übersetzen muss. Diesmal ist es nicht ganz so einfach wie hier. Denn die jetzt diese Regel, die also eine naive Übersetzung des gegebenen Beweises mit sich bringt, das ist nicht selbst eine Instanz von der Disjunktionseliminationsregel. Weil hier vorne keine Disjunktion steht, hier steht dieses komische Nappler. Das heißt, hier muss man a priori ein kleines bisschen arbeiten, um zu beweisen, dass diese Regel tatsächlich wieder intuitionistisch verwendbar ist. Das ist aber auch in der Tat der Fall. Wie ich schnell mündlich skizzieren möchte. Also, stellt euch vor, das und das ist schon gegeben. Ihr habt schon Beweise, dass diese Sequenzen abgeleitet worden sind. Gut, dann könnt ihr die Disjunktionseliminationsregel verwenden, um zu folgern, dass diese Sequenz ableitbar ist, ohne das Nappler vorne. Dann könnt ihr als nächstes ableiten, dass folgende Sequenz stimmt, dass folgende Sequenz ableitbar ist. Hier ein Nappler vorne und hier hinten auch ein Nappler vorne. Ja, das war eine der Axiome von einem modalen Operator, dass man beides mal Nappler davor schreiben kann. So, jetzt habt ihr es also geschafft abzuleiten, dass Nappler von dem da Nappler von hier Nappler bedingt. Das ist fast das, was zu zeigen war. Was zu zeigen war, war, dass hier hinten einfach nur Chi-Nappler steht, ohne noch einen Nappler davor. Aber es gab letztes Mal auch ein Lemma. Das Lemma hatte gesagt, dass wir für solche übersetzten Aussagen, dass wir immer das da ableiten können. Und damit können wir also durch eine weitere Anwendung der Schnittregel dann das da bekommen. So geht das und so macht man das für alle der Schlussregeln. Und wenn man das für alle der Schlussregeln gemacht hat, hat man gesehen, dass man jeden Beweis der ursprünglichen Sequenz umändern kann in den Beweis der neuen Sequenz. Also hier fehlen weitere Fälle. Und es ist, wie gesagt, instruktiv, das einmal durchzugehen. Einen Fall möchte ich euch noch zeigen, und zwar bei Nummer 2, wie man denn die Verwendung vom ausgeschlossenen Dritten wegbekommt. Hier ist, wenn man da irgendwann durchgestiegen ist, ist irgendwie nicht so viel passiert. Ja? Aber wie man das Axiom vom ausgeschlossenen Dritten wegkriegt, das ist recht interessant, weil das ja auch irgendwie ein mächtiges Axiom ist. Schauen wir uns an, wie das geht. Also Teil eines Beweises von zweitens. So, da müssen wir jetzt prinzipiell genauso wie eben vorgehen. Wir überlegen uns, welche Schlussregeln kann so ein klassischer Beweis verwenden und zeigen, dass wenn man jetzt alle Teile in den Beweis übersetzt, alle vorkommenden Formeln mit der Nicht-Nicht-Übersetzung, dass wir daraus wieder einen intuitionistisch zulässigen Beweis machen können. Was sind die Regeln von klassischer Logik? Das sind all die von intuitionistischer Logik, die quasi prinzipiell an der linken Tafel behandelt worden sind. Und dann halt noch ein Axiom, nämlich Tertium non datur. Wir müssen zeigen, dass dessen Nappler-Übersetzung stimmt. Also die Nicht-Nicht-Übersetzung. In diesem Fall ist ja Nappler speziell als Nicht-Nicht gewählt. Die Nicht-Nicht-Übersetzung von Lem, vom Law of Excluded Middle, lautet wie folgt. So. Und sorry, hoch nicht jeweils.
Jetzt vereinfachen wir das noch. Oberhalb des Strichs stehen keine Hypothesen, ja? Man kann die einfach so verwenden. Hier kommt raus, dass das dasselbe ist wie das da, wenn man das sich fertig überlegt. Das ist jetzt die Definition von dem Hoch-Nicht-Nicht angegangen, welche insbesondere zu einem Nicht-Nicht da vorne führt. So, und der Punkt ist, diese abgeschwächte Behauptung hier, nicht dass Phi hoch nicht nicht oder nicht Phi hoch nicht nicht geht, sondern nur, dass das nicht nicht so ist, das ist eine intuitionistische Tautologie. Das war Teil vom ersten Übungsblatt. Und so kann man also jede Verwendung von Lemm in einem längeren Beweis Schritt für Schritt eliminieren. Fragen? Ich habe zwei Fragen. Bitte. Einmal, also diese untere Übersetzung, die würde für ein allgemeines Nablen nicht so einfach ausschauen wahrscheinlich, oder? Weil ich ja dann irgendwie da hinten das nicht viel Hochnabler wäre ja viel Hochnabler impliziert Nabler. Mhm. Genau, das können wir uns mal ganz kurz überlegen. Was ist denn eigentlich die Übersetzung von nicht viel für den Fall von irgendeinem Operator Nabler, ja? Per Definition ist ja nicht phi dasselbe wie phi impliziert bottom, Hochnabler. Und das ist jetzt per Definition dasselbe, nicht, ich nehme jetzt gleich die vereinfachte Nabler-Übersetzung, gell, wo man nicht auch bei Vorimplikationen das machen muss. Streng genommen darf ich da hier nicht drei gleiche Zeichen schreiben, sondern muss Equi-Ableitbarkeit schreiben. Ja? Das da. Jedenfalls hier Bottom-Hochnabler. Gut, und das wiederum ist dasselbe wie das da. Und jetzt sehen wir, genau wie du angedeutet hast, wenn Nabler speziell nicht nicht sein sollte, wie es hier der Fall ist, dann hätte man hinten stehen nicht nicht bottom. Okay, und das ist equiableitbar zu bottom. Aus Bottom folgt das sowieso, weil alles aus Bottom folgt. Und rückwärts stimmt es auch. Übungsaufgabe, wenn du magst. Übrigens, das stimmt hier so, auch die Richtung von rechts nach links, die ich gerade so begründet habe, dass ich gesagt habe, aus Bottom folgt das sowieso. Die Richtung stimmt trotzdem auch in Minimallogik, wo man diese Regel nicht zur Verfügung hat. Ja? Man sieht das, wir können die Übungsaufgabe auch schnell machen. Wir können das ja hier auch noch fertig ausschreiben. Ja? Das da per Definition lautet so, ja. Dieses Nicht führt zu diesem Bottom und dieses Nicht führt zu diesem Bottom. Und jetzt sehen wir wirklich, dass dem so ist. Wenn Bottom gilt, egal, auch wenn wir in Minimallogik sind, wenn Bottom gilt, dann haben wir auf jeden Fall das, weil wir müssen zeigen, dass unter dieser Zusatzvoraussetzung Bottom gelten würde. Bottom gilt aber schon. Passt. Und die Richtung von links nach rechts ist, hier steht ja, dass Bottom stimmt, wenn wir nur wüssten, dass aus Bottom Bottom folgt. Aber das ist ja in der Tat der Fall. Das gilt für jede Aussage. Daher folgt Bottom. Genau. Das heißt, nur für die Nicht-Nicht-Übersetzung vereinfacht sich das so einfach, dass man das nicht nach vorne ziehen kann. Und dann hat man eben hierfür, weiß man, dass das intuitionistisch auch stimmt. Genau, das wäre jetzt dann noch die zweite Frage. Ja. Bei Nummer 1, wenn ich ja intuitionistisch die klassisch ersetze, gibt es irgendwie ein einfaches Beispiel, wo es falsch ist? Du meinst hier durch klassisch, ja? Ja. Ja, ja, und also hinten auch. Und du wärst bereit, hinten trotzdem dann auch klassisch zu schreiben, damit es fair ist quasi. Ja, da gibt es zwei einfache Beispiele. Tausende. Lass mich nur überlegen, ob ich sofort eins bekomme, was ich hier jetzt schon erklären kann. Nee, schaffe ich nicht innerhalb von 10 Sekunden.
Ich weiß deswegen, dass es Tausende gibt, weil dahinter steckt ja noch eine geometrische Interpretation, die wir erhalten werden, wenn wir über die Topos-Sprache reden werden. Und da quasi habe ich in meinem Kopf sofort ein Gegenbeispiel, wo ich einen topologischen Raum nehme und dann irgendeine abgeschlossene Menge, die nicht der gesamte topologische Raum ist und auch nicht die leere Menge und sowas. Und dann sieht man sofort, dass das falsch ist hier, wenn man klassischen schreiben will. Und man würde es auch sehen, wenn man versucht, es durchzuziehen, wenn man den Beweis versucht. Dann stünde also hier halt eine Nabla davor, meinetwegen. Also Hier man wäre hat das ein schon bisschen den Support, verändert und dann. dass der Beweis, den man hinschreiben will, nicht funktioniert. Ja, genau. Dann, nö, genau, das zeigt natürlich nichts. Aber wir werden später super einfache, eine echte Klasse von Gegenbeispielen kennenlernen. Und wir werden sie sofort überschauen können, einfach mit Geometrie. Weitere Fragen? Okay, ich möchte euch nur noch zwei Bemerkungen angeben und dann kommen wir also zu Gentzens Resultat. Sind für Nabla die Forderungen an einen lokalen Operator erfüllt? Das waren diese drei Forderungen, die wir gestellt hatten. So ist auch folgende Forderung automatisch miterfüllt. Und die ist ganz nützlich im praktischen Umgang mit Behauptungen, die so Nabla enthalten. Nämlich folgende. Für beliebige Formeln Phi und Psi. Warum ist das nützlich? Ihr seid eventuell in der Situation, dass ihr Nabla Psi zeigen wollt. Ihr wisst schon Nabla Phi. Und ihr wüsstet, wenn das doofe Nabla hier nicht stünde, wenn das die nicht abgeschwächte Aussage wäre, dann hättet ihr schon einen Beweis, dass aus Phi Nabla Psi folgt. Die Regel hier sagt, ja, ich kann das trotzdem verwenden. Ich darf quasi, wenn ich eine genablatte Formel nachweisen will, darf ich OBDA voraussetzen, dass alle Nabla-Voraussetzungen, die ich habe, in Wahrheit echte Voraussetzungen waren. Ich darf ohne beschränkte Allgemeinheit so tun, als ob nicht Nabla Phi gegeben wäre, sondern sogar Phi. Übungsaufgabe, das nachzurechnen. Geht ganz schnell aus den drei Forderungen, die man an den lokalen Operator stellt. Ja, also das ist eine ganz, ganz nützliche Beweisfigur. Und dann noch ein Beispiel. Beziehungsweise eine Antwort auf eine Frage, die Bene gestellt hatte. Ich schreibe einfach mal kurz die Proposition an. Seit Phi eine Formel, für die für alle vorkommenden Vordersätze Psi von Implikationen gilt das Psi hoch Bottom, Psi hoch Nabla, Nabla Psi bedingt. Dass das da ableitbar ist. So, in dieser Situation ist es so, dass Phi hoch Nabla bedingt. Alles in irgendwelchen Kontexten. Und wir können sogar ein kleines bisschen mehr zeigen. Ich kann die Aussage abschwächen, die hier steht, indem ich noch einen Nabla davor setze. Also ich habe die Voraussetzung abgeschwächt, daher die Behauptung verstärkt insgesamt.
Der einfachste Anwendungsfall von dieser Proposition ist der, dass in phi einfach überhaupt kein Implikationszeichen vorkommt. Dann lautet einfach die Aussage, wenn also in phi kein Implikationszeichen vorkommt, dann folgt aus Nabla phi, phi hoch Nabla. Bei geometrischen Aussagen hatten wir das auch und da hatten wir sogar die umgekehrte Richtung. Aber hier zumindest diese da. Okay, und wenn, und dann ist die Proposition halt minimal allgemeiner. In phi dürfen schon Implikationen vorkommen, aber immer das, was links vom Pfeil, vom Implikationspfeil steht, so einem Psi, für das muss halt das da schon bekannt sein, damit man das insgesamt folgen kann. Und ganz grobe Beweisskizze, das ist wieder eine Induktion über den Formelaufbau. Ich will euch nur also irgendwie einen kleinen Teil davon zeigen. Stellt euch vor, ihr habt, also wir machen nur ein Beispiel, stellt euch vor, wir haben Folgendes. Das da, ja. Und ihr wollt jetzt sehen, dass das da die Nabla-übersetzte Aussage bedingt. Die Nabla-übersetzte Aussage ist, ich verwende gleich die sparsamere Nabla-Übersetzung. Das da. Wie würdet ihr das machen? Ich mache den Beweis informal. Ich sage also, gelte das da, zu zeigen das da. Jetzt haben wir eine All-Aussage zu beweisen. Das beweisen wir so, indem wir sagen, sei x aus groß x beliebig. Zu zeigen das da hinten. Das ist eine genablatte Aussage. Hier haben wir eine Voraussetzung stehen unterm Nabla. Aufgrund dieses Beweisschemas da oben dürfen wir OBDA voraussetzen, dass wir das schon ohne das Nabla haben, schon das in den Klammern. Dann wissen wir also, für jedes x gibt es ein y, so das. Insbesondere für unser beliebiges x gilt also auch das da. Wir wissen also, es gibt ein y aus y, so dass bla 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 gilt. Jetzt können wir Induktion hinten so weitermachen, um da auch einen Hoch-Nabla hinzukriegen. Und jetzt müssen wir die Aussage nur noch abschwächen. Wir wissen, dass es wirklich ein y gibt, so dass bla bla bla. Und wir sollten ja nur zeigen, dass es Nabla ein y gibt mit bla bla bla. Das geht aufgrund Forderung 1 an den modalen, an lokalen Operator, was diese Forderung hier war. So macht man das und offiziell ist das also eine Induktion über die Art und Weise, wie phi aufgebaut ist. Ob phi nur aus der Gleichheit besteht, da ist es trivial. Ob phi die Verundung von zwei anderen Aussagen ist, ob phi die Veroderung ist und so weiter und so fort. Und wenn euch das überlegt, wenn euch das interessiert, dann versucht es auch mal für den Fall, dass halt eine Implikation vorkommt. Und dann werdet ihr sehen, das geht halt nicht mehr von selbst, es sei denn, wir haben diese Zusatzvoraussetzung. Im Wesentlichen, weil halt die Implikation im vorderen Argument kontravariant ist, antimonoton. Ja, da dreht sich das genau um. Da ist es dann keine Abschwächung mehr, sondern eine Verstärkung und das haben wir dann nicht. Gut, gerade noch irgendwelche Fragen zu dem Abschnitt? Sonst kommen wir zu drittens, Gänzens Konsistenzbeweis von Peano-Arithmetik. Okay, ich will eine Definition auf der Welt schaffen, damit wir die endlich haben. Nämlich, ich will kurz definieren, was ein formales System ist. Ein formales System besteht aus einer Signatur, einer Theorie, über dieser Signatur also eine Ansammlung von nicht-logischen Axiomen
und eine Wahl, eine Angabe von Schlussregeln. Zum Beispiel eben, dass man sagt, ich nehme alle Schlussregeln von intuitionistischer Logik oder ich nehme auch klassische Logik dazu oder ich beschränke mich auf Minimallogik. Beispiele für formale Systeme sind dann HA, Hating-Arithmetik, und PA, Piano-Arithmetik, die sich nur im letzten Punkt unterscheiden. Bei PA ist noch klassische Logik dabei, bei HA nicht. Xaver? Das ist ein bisschen spät, aber ja. Auf das wäre jetzt noch zu gucken. Ja. Kann man das, was da oben steht, mit Narrativ und die implizierten Narrativen, ja. Kann man das statt dem dritten Teil von den Forderungen an einen lokalen Operator setzen? Genau, warte, das ist richtig. Das ist richtig, aber du brauchst, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, da brauchst du noch ein zweites Axiom. Also du kannst das dritte, die dritte Forderung an den lokalen Operator austauschen durch diese hier und noch eine, nämlich, also ist jetzt ein bisschen doof zu spekulieren, aber ich glaube, diese hier. Ja, genau. Ja. Auf dem Übungsblatt wird das genauer formuliert sein. Da sollte das genau mal nachtesten. Okay, das ist ein formales System. Und bevor wir jetzt über den Konsistenzbeweis sprechen, möchte ich kurz auch ein für eine Mal definieren, was es bedeutet, dass das ein System konsistent ist. Ja? Ein formales System ist genau dann inkonsistent. Das ist, was wir als erstes definieren. Und das ist aus unserer Sicht der primitive Begriff. Formales System ist genau dann inkonsistent, wenn in ihm die Sequenz top bedingt bottom ableitbar ist. Und zwar im leeren Kontext. In einem nicht leeren Kontext kann das durchaus passieren, ohne dass das System jetzt besondere Schuld trägt. Das kann nämlich dann immer dann passieren, wenn eine der Sorten, die da unten vorkommen würde im Kontext, wenn die leer ist. Dann ist es gar nichts Schlimmes, dass man das hat. Aber wenn man ganz ohne Annahmen und ohne Variablen, die noch irgendwie eingeführt sind, bottom ableiten kann, dann heißt das System inkonsistent. Gut. Und ein formales System ist genau dann konsistent, wenn es nicht inkonsistent ist. Und dann können wir noch eine Definition treffen, nämlich die sogenannte Omega-Inkonsistenz. Ein formales System, dessen Signatur die von HA umfasst. Also zum Beispiel HA selbst, aber vielleicht auch PA oder Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre oder sowas. Ja? Da wäre es nicht im Wortlaut richtig, aber es gäbe eine Einbettung. Ist genau dann Omega inkonsistent, wenn es eine Formel Phi gibt, mit zwei Eigenschaften gibt. Einerseits ist in dieser Theorie, in diesem System ableitbar, dass Phi gilt für irgendein n. Und andererseits beweist das System aber auch, dass nicht Phi von 0 gilt, dass nicht Phi von 1 gilt und so weiter.
Also einerseits behauptet es, es gibt einen n mit der Eigenschaft phi von n. Andererseits behauptet es, phi von 0 ist es nicht, phi von 1 auch nicht, phi von 2 auch nicht und so weiter und so fort. Das ist Omega-Inkonsistenz. Nur, dass ein System, also wenn ein System konsistent ist, inkonsistent ist, dann ist es auch Omega-inkonsistent, aber die Rückrichtung folgt nicht automatisch. Ja? Also aus Konsistenz, aus Inkonsistenz folgt Omega-Inkonsistenz. Aber die Rückrichtung ist falsch. Es ist durchaus vorstellbar, es gibt auch viele Systeme, die halt Omega-inkonsistent sind und trotzdem konsistent sind. Das sagt halt jetzt nur was darüber aus, was sonst so noch vorkommt in der Vorstellung von was die Theorie glaubt, was n ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel zur Piano-Arithmetik einfach noch eine neue Konstante hinzufüge, eine Konstante Herzchen vom Typ n, ja, und dann irgendwie eine coole Formel für Herzchen behaupte, sowas wie zwei Herzchen, keine Ahnung, ist mir egal, irgendein Phi von Herzchen. Ja? Aber wenn ich kein Axiom habe, was sagt, dass Phi 0 ist, dass Herzchen 0 ist oder dass Herzchen 1 ist oder Herzchen 2 ist, dann kann ich recht schnell eine Omega-inkonsistente Theorie bekommen. Ja? Dann wäre das da richtig, weil das für Herzchen stimmen sollte und für die all die normalen natürlichen Zahlen wäre es halt falsch. Gut, nur dass wir das aus der Welt geschafft haben. Ja, damit, das ist eine exzellente Frage. Also ich meine hier natürlich, dass es immer so weitergeht, aber was bedeutet das wirklich? In dieser Formulierung nehme ich an, dass wir in unserer Metasprache wissen, was natürliche Zahlen sind. Okay. Ja. Das habe ich aber schon an vielen, vielen Stellen gemacht, ohne dass man das unbedingt explizit gemerkt hat. Nämlich, wir beschäftigen uns ja die ganze Zeit mit so Beweisbäumen. Beweisbäume sind jetzt nicht natürliche Zahlen, aber sie könnten sich kodieren lassen als natürliche Zahlen. Sie sind so ähnliche syntaktische Objekte. Und wir haben auch die ganze Zeit Induktionen gemacht über solche Beweisbäume. Zum Beispiel gerade eben, als wir gesehen haben, okay, jedes Vorkommen von der Regel kann ich dadurch ersetzen und so weiter. Das heißt, ich habe die ganze Zeit schon irgendwie gebraucht, dass ich Induktionen über natürliche Zahlen machen kann. Insbesondere, dass ich natürliche Zahlen habe. Und daher ist das hier jetzt nichts besonders Neues. Aber es ist gut, dass man da kurz innehält. Das ist ein metasprachliches und so weiter. Was mit den untersuchten Theorien nichts zu tun hat. Kann man ein formales System definieren, das weder konsistent noch inkonsistent ist? Oder wo man es einfach nicht feststellen kann? Das weder konsistent noch inkonsistent. Nö. Also, wo man es nicht feststellen kann. Also, können die Schlussregeln irgendwie von der Formel abhängen quasi? So. Also, es gibt viele Systeme, wo man es nicht weiß. Okay. Und je nachdem, wie krass du philosophisch drauf bist, ist schon Piano-Arithmetik ein System, für das man es nicht weiß. Obwohl die Überschrift lautet Konsistenzbeweis von PA. Ja. Das wirst du gleich sehen. Genau, aber es gibt quasi alle Möglichkeiten. Noch eine Frage zu den drei Punkten. Also, ja. Also da ist quasi, okay, wenn ich jetzt in meiner Metalogik weiß, was natürlich Zahlen ja sind, dann meine ich ja aber hier trotzdem 0 und 1 und so in den... ja, in der Theorie. In der Theorie. Richtig, also ich sehr gut. Sozusagen 0, ja. Dann S von 0. Ja, danke, dass du mich hier ehrlich hältst. Genau, also hier steht quasi, also ich schreibe einfach diese Zeile nochmal, ja, und diesmal ein bisschen genauer. Gemeint ist, nur mit der deutschen Grammatik jetzt, wenn es eine Formel phi mit das da und der Eigenschaft, dass für alle natürlichen Zahlen n, eine externe Quantifikation. Besser k, wenn du dann danke. Für alle natürlichen Zahlen k folgendes ableitbar ist. Die Sequenz top bedingt nicht phi von S von und so weiter von 0
für n ableitbar ist. So. Und wie oft s von s von s von 0? Hier k viele Anwendungen von s. So, jetzt ist völlig sauber, genau. Man würde auch sagen, man würde die externen natürlichen Zahlen auch als Numerale bezeichnen, als Zahlzeichen. Und Zahlzeichen bekommen wir in jede Theorie, deren Signatur HA umfasst, weil wir da einfach S von S von S von so 0 schreiben können. Hier in diesem Omega-inkonsistenten Fall ist es quasi so, dass die Theorie glaubt, dass es eine natürliche Zahl gibt, sodass Phi von N gilt. Aber sie glaubt auch, dass kein bestimmtes Numeral diese Eigenschaft hat. Ich will noch zwei Bemerkungen zur mentalen Hygiene machen, weil das ein guter Punkt war von Bene gerade eben. Nur ganz kurz. Bemerkungen zur mentalen Hygiene. Achtet bei Anwendungen von LEM oder des Induktionsaktionsschemas auf die logische Komplexität der betrachteten Formel. Was meine ich damit? Es gibt einen Unterschied, ob ich LEM verwende, um zu zeigen, dass 2 gleich 3 ist oder nicht 2 gleich 3 ist. Das wäre die einfachste Art, die wenig schlimmste Art von LEM. Und in der Tat, die ist ja intuitionistisch ableitbar. Übungsblatt 1, Aufgabe 1. Oder eine Stufe schlimmer wäre, zu sagen mit LEM, es gibt eine natürliche Zahl n, sodass bla 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 gilt, oder nicht. Und noch eine Stufe schlimmer wäre, entweder liegen unendlich viele Folgenglieder in diesem Teilintervall oder nicht. Und so kann man immer weitergehen. Ja? Also die Aussage, über die hier, wo jetzt hier das LEM-Orakel befragt wird, die kann immer komplexer sein. Mit logischer Komplexität meine ich einfach mehr Quantoren da vorne dran stehen. Und genauso bei Induktion auch. Ich kann eine ganz einfache All-Aussage versuchen mit Induktion beweisen. Ja? Für alle n gilt die binomische Formel oder so. Das ist quasi basic, das ist recht okay. Und dann kann ich aber auch kompliziertere Formeln beweisen. Ja? Also Formeln, wo nicht nur eine Gleichheit zwischen zwei Zahltermen behauptet wird, sondern wo dann noch Quantoren und so vorkommen. Das ist sukzessive quasi immer gefährlicher, immer philosophisch schwieriger zu rechtfertigen. Und die Induktionen, die wir bisher verwendet haben, in den teilweise unterdrückten Beweisen, das waren immer Induktionen über Formeln von einer sehr geringen logischen Komplexität. Und das kann man sich vielleicht nochmal durchdenken, für welche Arten von Formeln wir wirklich Induktion verwendet haben. Okay. Das nur dazu. Dann will ich euch jetzt mehrere Theoreme anschreiben, die alle im Umfeld von Gensens Konsistenzbeweis von PA stehen. Theorem 1. Infinitistische Systeme zeigen die Konsistenz von PA. Wird alles erklärt, was das bedeutet. Theorem 2. Dieses komische System zeigt die Konsistenz von PA.
Theorem 3. Für jede Ordinalzahl Alpha kleiner Epsilon 0 zeigt PA. Hier steht noch was. Die Gültigkeit von TI Alpha. Transfinite Induktion bis Alpha heißt das, wird aber noch erklärt. Und Theorem 4. PRA plus das da zeigt, dass PA nicht TI von Epsilon 0 zeigt. Gut. Gehen wir kurz die Begriffe durch. Bevor ich das mache, will ich aber noch kurz sagen, warum es interessant ist, sich mit der Konsistenz von PA zu beschäftigen. Ja? Weil das eine sehr interessante Geschichte ist. Also wann wurde das bewiesen? Das wurde durch Gensen bewiesen 1936 in einem ersten Beweis, der meiner Meinung nach auch der verständlichste ist. Dieser Beweis wurde erst viel, viel später veröffentlicht, weil Bernays eine Kritik an einer Vorabversion äußerte, sodass Gensen den Beweis überarbeitet hatte und dann eine überarbeitete Version eingereicht hatte. Aber es sind noch die Vorab-Tech-Versionen, wenn ich das so nennen darf, von dem Originalbeweis erhalten und die kann man eben auch studieren und der ist ein wirklich sehr schöner Beweis. Und insgesamt hat dann Gensen vier Beweise veröffentlicht, ja, die leichte Variationen haben, teilweise aus meiner Sicht verständlicher wurden, teilweise unverständlicher. Warum hat Gensen da so viel Mühe rein investiert? Das Ganze ist entstanden im Hintergrund von dieser Grundlagenunsicherheit, die man so beginnend ab 1900 etwa hatte. Die Leute, also vielleicht ganz, ganz kurz, ihr habt, also ich nehme an, ihr kennt die Geschichte irgendwie, weil ihr alle Logik-Comics gelesen habt. Die Leute haben gesehen, dass in naiver Mengenlehre, das ist die Mengenlehre, die jetzt Cantor erstmal entwickelt hat und die richtig gut war, weil dann gab es Ordinalzahlen, Kardinalzahlen, Hilbert wurde berühmt, indem er Hilberts Basissatz beweisen konnte und so weiter. Die Leute haben entdeckt, dass in naiver Mengenlehre ein Widerspruch drinsteckt. Das ist die Russellsche Antinomie, die ihr alle kennt. Wenn man die Menge aller Mengen betrachtet, die sich nicht selbst enthalten, folgt sofort ein Widerspruch. Ohne, dass irgendein konkreter Fehler in der Argumentation irgendwie erkennbar wäre. Und daraufhin haben die Leute Angst bekommen und haben gedacht, okay, wenn in der naiven Mengenlehre jetzt also ein Widerspruch drin steckt, wer weiß, wo sonst noch ein Widerspruch drin steckt. Vielleicht stecken auch in den Peano-Axiomen ein Widerspruch drin. Und dann war die Aufgabe, zu zeigen, dass dem nicht so sein kann. Die Aufgabe war, mit Schlussweisen, die ganz, ganz sicher korrekt sind, nachzuweisen, dass auch kein Widerspruch in Peano-Arithmetik drin steckt. Diese Schlussweisen, die ganz, ganz sicher korrekt sind, das ist natürlich auch wieder Streitfrage, wenn man zum Beispiel Ultrafinitist ist, dann akzeptiert man da andere Standards. Ja? Aber was damit gemeint ist, ist irgendwie rein finitistisches Schließen, also nicht irgendwie krasse Axiome über unendlich große Zahlen voraussetzen, insbesondere nicht voraussetzen, dass es eine abgeschlossene Unendlichkeit aller natürlichen Zahlen gibt. Also man akzeptiert schon, dass die natürlichen Zahlen immer weitergehen, aber man akzeptiert nicht, dass man die alle in eine Menge packen kann oder so. Und das wird heutzutage verkörpert, mehr oder weniger, im System PRA, primitiv-rekursive Arithmetik. Woraus besteht PRA? Das ist ein sehr, sehr schwaches System. Und alles, was wir bisher gemacht haben, fand in Wahrheit in PRA statt. Ja? PRA hat folgende Bestandteile. Top, Bottom und oder Implikation Gleichheit. Außerdem die Konstante 0. Außerdem die Konstante S für Nachfolger. Außerdem Symbole
für jede primitiv-rekursive Funktion. Wie dann x plus y, x mal y, x hoch y. Und dann noch folgende Axiome. Das Axiom dass keine Zahlen ein Nachfolger, dass 0 niemals ein Nachfolger von irgendeiner Zahl ist. Dann das Axiom, dass die Sukzessorabbildung injektiv ist. Dann Axiome für alle primitiv-rekursiven Funktionen. Wie zum Beispiel das Axiom, was wir auch bei Hating-Arithmetik aufgeschrieben hatten, dass n plus 0 wieder n ist. Und dann nur noch eins, nämlich ein Induktionsaxiom. Ich muss das leider da oben hinschreiben. Eine Induktionsschlussregel, nämlich folgende. Sicher. Am interessantesten ist vielleicht das, was ich nicht aufgeschrieben habe, nämlich das, was die Theorie nicht enthält. Die enthält kein Existenzquantor und kein für alle Quantor. Also diese beiden Zeichen gehören nicht zu den Formeln in diesem System. Wir können den für alle Quantor gewissermaßen eliminieren, weil durchaus freie Variablen erlaubt sind und die darf man so einen Kontext dazu schreiben. Aber man kann nicht explizit über so eine Alpha-Quantifikation sprechen. Das hat zur Folge, dass das Induktionsaxiom hier deutlich eingeschränkt ist. Weil die Formeln phi, die hier vorkommen, können also nur von der Bauart sein, wie in PA erlaubt ist. Und das sind Formeln von sehr einfacher Bauart. Formeln ohne es gibt und ohne für alle. So eine Formel in PRA darf also ein paar freie Variablen enthalten, aber ansonsten ist sie nur aus diesen Elementarbestandteilen zusammengesetzt. Das bedeutet, dass wenn man konkrete Zahlwerte für die freien Variablen einsetzen würde in so einer Formel von PRA, dann lässt sich trivialerweise entscheiden, ob die Formel stimmt oder nicht stimmt. Ja, ich vereinfache einfach alle vorkommenden Terme und dann schaue ich halt, sind die gleich, sind die ungleich, wie ist das mit und oder? Also die Formeln von PAA sind von extrem geringer logischer Komplexität. Und das Induktionsaxiom trifft dann nur auf diese zu. Sogar Ultrafinitisten haben kein Problem mit diesem Induktionsaxiom, wenn das so eingeschränkt ist, dass Phi nur auf diese Formeln zutrifft. Okay, also das ist das System, wo man sagt, okay, da gibt es echt keine Widersprüche. Man müsste das eventuell auch beweisen, aber die Frage ist, worin? Und das ist irgendwie das schwächste System, was ihm so einfällt. Das ist nicht ganz richtig. Leute tun das nochmal ein kleines bisschen mehr abschwächen. Zum Beispiel reden sie nur über elementar-rekursive Funktionen statt primitiv-rekursive. Aber ich habe ja auch primitiv-rekursiv gar nicht erklärt. Ne? Also deswegen ist das wirklich sehr, sehr unten am unteren Limit von was man machen kann, wenn es noch irgendwie nach Mathematik aussehen soll. Für die Leute, die schon wissen, was primitiv-rekursiv bedeutet, aber es nur kurz vergessen haben, eine Funktion ist genau dann primitiv-rekursiv, wenn ich sie so programmieren kann in der imperativen Programmiersprache, aber nur mit Vorschleifen, nicht mit While-Schleifen. Das heißt, jede Schleife oder sowas muss eine obere Schranke gleich mithaben, wie lang sie maximal laufen wird. Und das, was das genauer ist, wird uns später noch beschäftigen in anderen Stunden. Okay. Also der Versuch war, in einem so, so schwachen System zu beweisen, dass PA konsistent ist. Das ist nicht gelungen. Das kann auch nicht gelingen, wie wir noch lernen werden.
aber zumindest mit einer kleinen Erweiterung, die hier steht. Damit gelingt es dann. Ja? Ich will noch kurz sagen, warum es interessant ist, die Konsistenz bewiesen zu haben. Also zum einen hat man dann Sicherheit, dass man niemals auf einen Widerspruch stößt. Das ist ganz gut. Ja? Das ist insbesondere gut, weil das halt auch nicht klar ist. Ja? In naiver Mengenlehre steckt ein Widerspruch. Wer weiß, ob in PA ein Widerspruch drinsteckt oder jetzt in Zermelo-Fraenkel mit Choice oder sowas. Das kann man, wenn man ganz ehrlich ist, finde ich, nicht hundertprozentig überblicken. Da ist ein Beweis, der das sichert, gut. Auch wenn er nicht ganz ohne Zusatzannahmen auskommt, sondern man braucht eben dieses QFTI, was auch immer das da oben ist. Besonders wichtig ist es für Logizisten. Logizisten, das sind doch die Leute, die der Auffassung sind, dass wenn man Mathe macht, dass man gar nicht wirklich über irgendwelche mathematischen Gegenstände redet, sondern dass Mathe einzig und allein ein Spiel mit Symbolen ist. Für diese Leute wäre die Inkonsistenz von PA völlig zerstörend, ja? Weil dann können sie ja Bottom ableiten und aus Bottom folgt auch alles andere. Das heißt, die können einfach jede Aussage überhaupt ableiten und die gesamte Mathematik bricht zusammen. Für einen Platonisten, der glaubt, dass durchaus mathematische Objekte, über die man sonst so redet, in einem gewissen Sinne existieren, wenn auch nicht physikalisch zum Anfassen, aber irgendwie, irgendwo, wäre die Inkonsistenz von PA nicht so schlimm, weil er sagt, ist mir doch egal, ob irgendein formales System inkonsistent ist. Die Zahl 7 gibt es trotzdem und auch die binomische Formel gilt trotzdem für die echten natürlichen Zahlen im platonischen Ideenhimmel. Aber für Logizisten wäre es wirklich schlimm quasi. Dann ist es interessant aus logischer Sicht. Es ist einfach interessant, dass man diesen Beweis führen kann. Es ist interessant zu sehen, welche Annahmen man braucht, um den Beweis führen zu können. Und der ganze Konsistenzbeweis hat ein großes Teilgebiet der mathematischen Logik geöffnet, nämlich die ordinalzahltheoretische Analyse von formalen Systemen. Damit kann man grob einordnen, wie krass ein formales System ist. Und zum Beispiel PA ist irgendwo hier. Und Zermelo-Fraenkel mit Choice wäre weit, weit weiter oben. Und auch weit, weiter unten gibt es auch nochmal Systeme zwischen PA und PA. Und letzter Punkt. Und damit möchte ich auch erklären, warum Leute das Induktionsaxiom anzweifeln könnten für kompliziertere Aussagen, ist folgende. Wie würden wir denn begründen, dass Induktion ein valides Schlussschema ist? Wie erklären wir das im Brückenkurs? Wir sagen, naja, wenn du es geschafft hast, den Induktionsanfang und den Induktionsschritt zu beweisen und dich jetzt fragst, warum stimmt denn auch Phi von 7, dann kannst du doch einfach Folgendes machen. Du schreibst nochmal den Beweis von Phi von 0 hin, dann schreibst du deinen Induktionsschrittbeweis hin für den Spezialfall n gleich 0, damit folgt dann Phi von 1. Jetzt machst du das nochmal für das nächste n, dann folgt Phi von 2, Phi von 3 und so weiter, bis man bei Phi von 7 ist. So kann man für jede Zahl n begründen, dass man einen Beweis von Phi von n hat, indem man nur den Beweis des Induktionsschritts oft genug wieder abschreibt. Für alle Leute außer Ultrafinitisten ist diese Schlussweise okay. Ultrafinitisten sind sich nicht ganz sicher, dass jede natürliche Zahl wirklich eine Numeral ist. Okay? Aber ab Finitismus und höher, auch Intuitionisten und insbesondere klassische Mathematiker, ist das völlig okay, diese Argumentation. Es gibt nur ein Problem dabei. Nicht die natürlichen Zahlen selbst betreffen, sondern die Aussagen über die. Was wir quasi implizit so ein bisschen unterstellt haben in dieser kurzen informalen Begründung, gerade eben, dass Induktion okay ist, war, dass die Formeln, die vorkommen, das Phi, was ich jetzt induktiv beweise, dass das selbst einen Sinn hat. Dass ich weiß, was es bedeutet, Phi zu behaupten. Okay, und das ist immer schwieriger wirklich zu rechtfertigen, je logisch komplexer Phi ist. Wenn Phi von der Bauart ist, irgendeine Formel, irgendein Term, wo n vorkommt, ist gleich irgendein anderer Term, in dem n vorkommt. Dann ist das was recht Unstrittiges. Dann weiß man, was Phi bedeutet. Nämlich, immer wenn man eine natürliche Zahl einsetzt, dann stimmt halt, dass die linke Seite gleich der rechten Seite ist. Aber wenn da halt Quantoren vorkommen, zum Beispiel ein Existenzquantor, dann ist nicht mehr so klar, was es bedeuten soll. Das heißt ja, es gibt eine natürliche Zahl, sodass dies und jenes gilt. Aber was heißt schon, es gibt eine natürliche Zahl, wo auf dem Zahlenstrahl und so weiter? Das wird einfach philosophisch schwieriger zu rechtfertigen oder zu erklären, was das bedeuten soll. Insbesondere ist das schon vorausgesetzt, dass man irgendwie eine Vorstellung hat von einem vollendeten n, von einer vollendeten Menge aller natürlichen Zahlen. Und in dieser unendlich großen Menge gibt es halt jetzt irgendwo eine Position n, wo irgendeine Formel noch gilt. Aber das unterstellt irgendwie schon was aktual und endliches. Da wäre es interessant zu sehen,
welcher finitistische Inhalt denn jetzt in einem Beweis von irgendeiner Sequenz in Peano-Arithmetik steckt. Peano-Arithmetik hat keinerlei Beschränkungen, welche Art von Formeln man im Induktionsschema verwenden darf. Da darf man alle möglichen Arten von Formeln mit Induktion beweisen. Man hat jetzt keine direkte Interpretation mehr, was so eine Formel finitistisch bedeuten soll, dass es ein n gibt, sodass für alle m gilt, dass es ein p gibt, sodass, ja. Aber trotzdem ist ein Beweis in PA nicht wertlos, sondern der zeigt trotzdem irgendwas Finitistisches. Die Frage ist nur, was Finitistisches zeigt er? Und diese Frage hat Jensen beantwortet, nicht ganz, weil man braucht dieses QFTI Epsilon 0, was auch immer das ist. Aber er hat also nur minimal mehr als Finitismus quasi benötigt, um das anzugeben. Gut, jetzt beweisen wir mal kurz Theorem 1, weil das super schnell ist. Und dann schauen wir uns an, was dieses QFTI bedeutet. Bitte? Ja. Konsistenz von irgendwas meinst du meinst du dieses erste irgendwas ist jetzt meine Metalogik, die ich verwende und in der kann ich beweisen, dass aus der inkonsistenten Widerspruch folgt? Oder? Genau. Genau. Also das ist die ehrlichste, oder das ist eine Möglichkeit, das zu interpretieren. Wenn ich also hier zum Beispiel das da schreibe, meine ich, dass wenn wir als Metalogik das da akzeptieren, dass wir dann die Konsistenz von PA nachweisen können. Wenn du willst, kann das auch Folgendes bedeuten. Wenn du möchtest, kannst du als Metalogik auch nur PRA nehmen und dann zeigst du in dieser Metalogik, dass dieses bestimmte formale System einen Beweis von dem hat. Quasi, dann sind insgesamt quasi drei Logiken dran beteiligt. Ja, PA, was du untersuchst, dann das da und du untersuchst diese Implikation hier in PRA. Sonst gerade Fragen? Gut. Dann machen wir schnell Theorem 1. Das ist super schnell bewiesen. Wir brauchen dafür nur eine Definition, aber die ist auch ansonsten nützlich. Ein Modell eines formalen Systems über einer Signatur Sigma besteht aus der Angabe je einer Ansammlung für jede Sorte x der Signatur. Ansammlung wie immer, hier ein bisschen offen gelassen. Ich kann als Metalogik zum Beispiel irgendeine Mengenlehre annehmen und dann meine ich hier Menge. Ja? Darf gerne eventuell unendlich groß sein, darf komisch groß sein, alles Mögliche. Also für jede Sorte brauchen wir je eine Ansammlung, die dazu gehört. Das ist hier in LaTeX / LL Bracket und dann / RR Bracket. Okay, und dann für jedes Funktionssymbol brauchen wir eine echte Funktion der Angabe je einer Abbildung für jedes Funktionssymbol f von diesen Sorten von Sigma und der Angabe je einer Relation Angabe je einer Relation für jedes Relationssymbol.
jedes Relationssymbol R, was den Typ hatte, die von der Sorte, eine Relation von solchen Sachen in der Theorie. Und dann müssen noch Axiome erfüllt sein. So dass alle, sodass die Interpretationen aller nicht logischen Axiome des Systems da gelten und sodass die Interpretationen der Schlussregeln gelten. Aller nicht logischen Axiome und der Schlussregeln. Des Systems gelten in meiner Metatheorie. Ja, dort, wo ich die Definition gerade führe. Ein einfaches Beispiel, was gleichzeitig dann auch schon mehr oder weniger Beweis von Theorem 1 sein wird, ist folgendes. Wir haben ein Modell von Hating-Arithmetik. Hating-Arithmetik enthielt genau eine Sorte n, nicht MathBBN, sondern einfach nur ein aufrechtes n. Wir haben eine Interpretation für diese Sorte, nämlich die Menge aller natürlichen Zahlen, wie ich sie auch in meiner Metasprache hoffentlich zur Verfügung habe. Dann enthielt Hating-Arithmetik ein Funktionssymbol mit dem Namen 0. Das interpretieren wir mit der Zahl 0 aus der echten Menge der natürlichen Zahlen. Hating-Arithmetik enthielt ein Symbol für Plus. Das interpretieren wir mit der Additionsfunktion und so weiter und so fort. Und dann checken wir, dass die nicht logischen Axiome für die Successor-Funktion zum Beispiel halt wirklich erfüllt sind für die echten natürlichen Zahlen. So haben wir ein Modell von HA. Also das ist ein Modell. Was übrigens auch extrem nützlich ist, ist Ansammlungen hier zu ersetzen durch Objekt von einer Kategorie. Und dann kriegt man automatisch, je nachdem, welche logische Komplexität die ganzen Sachen haben, noch weitere Resultate mitgeschenkt. Zum Beispiel, wenn ich was beweise in der Theorie der Gruppen, irgend so eine Standard-Gruppentheorie-Aufgabe aus Algebra 1, dann ist die automatisch nicht nur bewiesen für alle gescheiten Gruppen in der Kategorie der Mengen, sondern auch für alle Gruppenobjekte in kartesischen Kategorien. Das ist ganz nützlich. Gut, und jetzt können wir Beweis von Theorem 1 machen. Das passt auf jeden Fall noch hier hin. Beweis von Theorem 1. Also, wenn wir infinitistische Schlussweisen zur Verfügung haben, dann bedeutet das, wir haben eine abgeschlossene Menge n zur Verfügung. Und dann können wir also behaupten, dass n zusammen mit den Standardoperationen, wie wir sie normalerweise auf n definiert haben, ein Modell von PA ist. Ist ein Modell von... Ich schreibe jetzt mal HA. Denn wenn ich in meiner Metasprache zwar infinitistisch bin, aber intuitionistisch, dann kenne ich nicht sofort ein Modell von PA. Weil nicht alle Schlussregeln von PA gelten. Nämlich Tertium und Datum weiß ich da nicht, ob es stimmt. Deswegen schreibe ich hier mal HA. Okay? Das ist auf jeden Fall safe, auch wenn ich intuitionistisch in der Metasprache bin. Gut. Wenn diese Sequenz ableitbar wäre, in PA ableitbar wäre, jetzt habe ich wieder PA, weil ich das Theorem beweisen will, da stand PA. So, dann wissen wir vom letzten Mal, dass da in HA ableitbar wäre. Und jetzt will ich es ganz explizit machen. Ich könnte fast jetzt schon aufhören, aber ich will einen Zwischenschritt reinmachen. Also wäre auch 1 gleich 0 in HA ableitbar. B
Bisher könnte man sich denken, na gut, meinetwegen, dann zeigt halt irgendein formales System, dass 1 gleich 0 ist. Muss mich ja nicht betreffen, weil das sind ja nicht die echten natürlichen Zahlen, sondern irgendwas, was das System denkt. Aber wir haben ja festgehalten, dass wir ein Modell von HA haben. Das heißt, wenn HA zeigt, dass das, was S glaubt, was 1 ist und das, was S glaubt, 0 ist, dass die gleich sind, dann wäre auch die wirkliche Zahl 1 gleich der wirklichen Zahl 0. Und dem ist nicht so. Somit wäre 1 gleich 0 in n. Ich schreibe hier jetzt sogar ein Elementzeichen, um ganz klar auszudrücken, ich mache das Ganze in irgendeiner infinitistischen Metasprache, vielleicht Mengenlehre oder sowas. Gut, und das ist nicht der Fall. Widerspruch. Somit haben wir die Konsistenz gezeigt. Sieht nach einem Widerspruchsbeweis aus, wegen des Widerspruchsfalls, ist aber keiner, ne? Weil wir zeigen eine negierte Aussage, wir zeigen, dass es nicht inkonsistent ist. Wenn es inkonsistent wäre, dann könnte man diesen Beweis von 1 gleich 0, der in HA geführt ist, übertragen auf die echten natürlichen Zahlen, indem ich ihn einfach nochmal anschaue. Und dann sehe ich, dass 1 gleich 0 bewiesen worden ist für die echten natürlichen Zahlen und das stimmt ja nicht. Deswegen haben wir einen Beweis erbracht. Fragen zu dem Beweis? Bitte? Nicht zum Beweis, aber nochmal zur Definition von formalem System. Ja. Und zwar baut das ja bei uns jetzt alles auf der Prädikatenlogik auf. Ja. Sowas wie primitiv-regressive Arithmetik können wir damit vermutlich noch formulieren, indem wir einfach in den Schlussregeln für alle und Existenz weglassen. Genau, richtig, lassen wir einfach weg. Und weil zum Beispiel Prädikatenlogik höherer Stufen sind für uns. Genau, die haben wir momentan nicht definiert, nicht gemacht. Werden wir noch machen, im Abschnitt über die Topos-Sprache. Und ändert aber auch fundamental ganz viele Dinge. Also es ist, ich hatte ja vorhin ganz kurz gezeigt, PA ist circa hier, Zermelo-Fraenkel ist circa dort und dazwischen gibt es schwächere Systeme. ZFC ist wirklich schon weit, weit oben, obwohl es darüber hinaus nochmal weit höher geht, wenn ich zum Beispiel annehme, dass es unerreichbare Kardinalzahlen gibt. Auf jeden Fall dazwischen kann ich auch nochmal große Schritte erreichen, wenn ich nicht erste Ordnung nehme, sondern Peano-Arithmetik zweiter Ordnung. Wenn ich erlaube, plötzlich auch über Teilmengen zu quantifizieren, dann mache ich nochmal einen gigantischen Sprung in der logischen Komplexität. Genau, machen wir jetzt aber erstmal nicht, weil schon die Theorie erster Ordnung wahnsinnig interessant ist. Und auch dafür hat man die ganzen Gödel-Resultate und so. Noch eine Frage, oder? Mit den Gödel-Resultaten, wenn wir die jetzt für die Kartenlogik erster Stufe haben, dann ist das ja insofern irgendwie unzufriedenstellend, weil es könnte ja eine andere Grundlage geben, für die Kartenlogik höherer Stufe zum Beispiel, mit der das dann auf einmal doch alles möglich ist. Ich muss mich da noch genau einlesen, wie es ist mit höherer Stufe und so, aber ja, prinzipiell ist das schon möglich. Wir untersuchen hier Eigenschaften von gewissen formalen Systemen, wobei auch das Wort formales System halt eine gewisse Definition hatte. Und wenn man das alles anders machen würde, dann sind eventuell auch Phänomene anders. Manche Phänomene sind auch, also weiß ich sogar aus dem Stand anders, zum Beispiel Peano-Arithmetik hat ganz viele verschiedene Modelle. Ein Modell von Peano-Arithmetik sind die echten natürlichen Zahlen. Aber es gibt andere Modelle auch noch, wo so komische und endlich große Zahlen noch dabei sind, wo der Zahlenstrahl weit ergänzt wurde. Und das ist aus gewisser Sicht entweder schlecht, weil man sagt, die Peano-Axiome fangen daher den Wesenskern der echten natürlichen Zahlen nicht komplett ein. Oder man kann sagen, das ist auch voll cool, weil das die Theorie interessant macht. Jedenfalls für formale Systeme zweiter Ordnung, zweiter Stufe, was auch immer das ist, ist dem nicht so. Da hat Peano-Arithmetik dann genau ein Modell, nämlich die echten natürlichen Zahlen. Ich brauche aber eine kräftigere Metalogik, um überhaupt über formale Systeme zweiter Ordnung reden zu können. Weil ich muss dann extern wissen, was eine Teilmenge ist.
Das setze ich hier nirgendwo voraus. Nirgendwo bisher haben wir wirklich verwendet, zu wissen, was Teilmengen sind. Dann war hier, glaube ich, eine Frage. Ja, also bei diesem Beweis da. Ja. Also die vorletzte Zeile ist total unnötig, oder? Die mit tau gleich, top gleich 1 gleich 0? Mhm. Richtig, wir könnten auch sagen, dann wäre halt ein Bottom in unserer Metasprache wäre jetzt ableitbar geworden und Bottom stimmt ja nicht in der Metasprache. Genau. Okay, gut. Und das ist nicht der Fall. Also was ich dann in Wirklichkeit machen würde, ist irgendwie sowas wie, was würde ich eigentlich in Wirklichkeit machen? Also dieses, das ist nicht der Fall, ist mir irgendwie nicht total klar. Also auch mit der vorletzten Zeile, wie ich das jetzt formal machen würde. Naja, also das ist ja ein metasprachlicher Beweis, ein informaler metasprachlicher Beweis. Dass er informal ist, erkennst du daran, dass ich deutsche Wörter verwendet habe, statt einen Beweisbaum hinzuschreiben. Okay. Du könntest diesen hier formalisieren. Zum Beispiel in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre ohne Auswahlaxiom. Denn Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre beweist, dass es eine Menge gibt, die man normalerweise dann n nennt, und in der wirklich alle Axiome von PA gelten. Das kannst du zum Beispiel nachlesen in Matthias seiner Kategorientheorie-Übung. Okay, ja? Also wenn ich jetzt sagen wir mal, okay, ich weiß. Lass mich noch einen Satz vielleicht sagen. Und der Punkt ist einfach, in dieser formalisierten Metasprache ZF weiß ich, dass für die natürliche Zahl 1, was irgendeine Menge ist in ZF, und die natürliche Zahl 0, was auch irgendeine Menge ist in ZF, dass die beiden nicht gleich sind. Andererseits habe ich jetzt doch einen Beweis, dass sie gleich sind. Das ist ein Widerspruch. Okay, und wenn ich jetzt doch die Zeile gerne weglassen würde, dann wüsste ich, dass... Dann wüsstest du Bottom. Dann wüsste ich direkt Bottom in meiner Theorie. Genau, und das ist ja auch zu zeigen. Ne? Wir wollen Widerspruch zeigen, wir wollen Bottom zeigen. Genau. Ich habe nur diesen Zwischenschritt eingefügt, damit es quasi noch plastischer ist, weil Bottom, das ist schon Bottom, aber 1 gleich 0, das ist was Komisches. Ne? Der Punkt ist halt vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Jeder Beweis in HA, also jeder so formale Beweisbaum, den könnte ich einfach nochmal abschreiben und dann wäre ein Beweis in der Metasprache. Wenn ich n wirklich zur Verfügung habe und wenn ich für n wirklich weiß, dass Induktion möglich ist für Aussagen beliebiger logischer Komplexität. Also so gesehen ist das keine krasse Aussage. Dieses Theorem hier, dieser Beweis genügt schon, dass die meisten Leute glauben, dass PA und HA, spielt keine Rolle, dass die konsistent sind. Weil sie sagen, natürlich gibt es die natürlichen Zahlen in Vollendung und so, dass man Induktion für jede Art von Aussage verwenden kann. Und deswegen zeigen diese 3, 4 Zeilen, dass PA konsistent ist, dass ich keinen Widerspruch ableiten kann. Okay, und also habe ich dann in Wirklichkeit nicht in meinem System sozusagen gezeigt, dass Bottom aus Top folgt unter Zuhilfenahme von irgendwelchen, also im Kontext von irgendwelchen natürlichen Zahlen und die kann ich dann alle einfach durch 0 ersetzen und mit diesem Axiom rechts oben. Nachträglich kannst du sie durch 0 ersetzen, genau. Also es ist quasi ein, du hättest zum Schluss einen Beweis von Top bedingt Bottom. In dieser Formulierung dieser Sequenz kommen nirgendwo natürliche Zahlen vor. Aber der Beweis davon verwendet als Hilfsmittel, das ist ja auch quasi ganz interessant, natürliche Zahlen. Es wäre ja auch vorstellbar, ganz anders einen Widerspruch in der Metasprache zu erhalten, indem man halt irgendeinen Widerspruch mit Mengen oder so hinbekommt. Aber nein, so wie das hier gemacht ist, hätte man dann einen Beweis, dass Top-Bottom bedingt in der Metasprache, welcher als Hilfsmittel Induktion, wenn natürliche Zahlen verwendet, vielleicht ein paar Induktionsschemata mal angewendet und so. Ja. Es gibt übrigens auch Leute, die ernsthaft bezweifeln, dass PA konsistent ist. Beide sind tot mittlerweile. Es gibt aber auch noch andere. Also sehr berühmt war Edward Nelson und Wojewodzki. Wojewodzki, der von Homotopie-Typentheorie. Ne? Die haben ernsthaft bezweifelt, ob PA konsistent ist. Edward Nelson deswegen, weil er ein Ultrafinitist war. Ja, und für Ultrafinitisten gibt es erstens nicht die abgeschlossene Gesamtheit aller natürlichen Zahlen. Und zweitens glauben die nicht, dass das Induktionsaxiom für beliebige Formeln anwendbar ist. Weil sie sagen, was bedeuten schon beliebige Formeln? Ich weiß nicht, was das soll. Und daher lehnen sie dann auch das Induktionsaxiom ab. Nicht unbedingt, weil es falsch ist, sondern weil es für sie keinen Sinn ergibt. Ja, und dann bricht der Beweis hier zusammen und dann hast du keinen Beweis mehr für die Konsistenz von PA. Okay. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, was hier steht. Theorem 2.
Also Theorem 2 behauptet die Konsistenz von PA. Aber was brauchen wir dafür? Wir brauchen PRA, also ein sehr, sehr schwaches System, wo man Induktion nur für ganz bestimmte Arten von Formeln hat. Und wo man nicht mal Existenz- und Allquantifikation drin hat. Ja, also alle Formeln da drin wären sofort instantan überprüfbar, sobald man nur für alle vorkommenden freien Variablen echte Zahlen einsetzt. So, und jetzt braucht man noch eine weitere Zutat, um die Konsistenz von PA zu zeigen, nämlich QFTI Epsilon 0. Das ist eine Abkürzung für Quantifier Free Transfinite Induction bis zu Epsilon 0. Und ich will erklären, was das jetzt bedeutet. Ja? Epsilon 0 ist eine Ordinalzahl. Ich nehme an, viele hier kennen Ordinalzahlen, aber manche auch nicht. Deswegen werde ich das, was Sie dafür brauchen, nochmal wiederholen. Okay. Und das machen wir. Das machen wir jetzt. Also ganz kurzer Crashkurs: Ordinalzahlen. Das ist nicht nur ein Crashkurs, sondern für die Leute, die zum Beispiel Ordinalzahlen schon kennen, ist das gleichzeitig eine Zusammenfassung von den Informationen über Ordinalzahlen, die wir ausschließlich voraussetzen wollen, wenn wir in unserer Metasprache jetzt irgendwelche Konsistenzbeweise führen oder sowas. Ich will nicht in meine Metasprache die gesamte Mengenlehre holen, in der man dann über alle möglichen Ordinalzahlen sprechen kann. Ich will nur einen ganz, ganz kleinen Teil holen, sodass das Sinn ergibt, was ich jetzt hinschreiben werde. Ich schreibe vielleicht erstmal den ordinalen Zahlenstrahl hin. So, der sieht so aus. Der fängt an mit 0, 1, 2. Dann kommen alle natürlichen Zahlen. Irgendwann später kommt Omega. Dann Omega plus 1, Omega plus 2. So geht es lange weiter. Nochmal später kommt Omega plus Omega oder anders ausgedrückt Omega mal 2. Dann kommt Omega mal 2 plus 1, Omega mal 2 plus 2 und so weiter. Und irgendwann kommt Omega mal 3. Ihr habt das System verstanden, ne? Irgendwann kommt Omega mal 4. Und irgendwann, nachdem wir Omega mal 100.000 und so schon alle durch haben, kommt Omega mal Omega, also Omega Quadrat. Dann geht es erstmal wieder beharrlich weiter, ne? Omega Quadrat plus 1 kommt, Omega Quadrat plus 2, irgendwann Omega Quadrat plus Omega, irgendwann Omega Quadrat plus Omega mal 1 Milliarde, irgendwann Omega Quadrat mal 10, irgendwann Omega Quadrat mal 1 Milliarde und irgendwann Omega hoch 3. Und nochmal, viel, viel später, kommt halt Omega hoch 4. Jetzt mache ich die Pünktchen wieder kurz, weil das nicht skaliert. Irgendwann kommt halt Omega hoch 5, Omega hoch 6, Omega hoch 7, irgendwann Omega hoch 1 Milliarde, irgendwann Omega hoch Omega. Nochmal später kommt Omega hoch Omega hoch Omega. So geklammert. Ich werde die Klammer nie wieder dazu setzen, man macht, klammert immer so, weil andersrum wäre es doof, weil das könnte man ja mit dem dritten Potenzgesetz wieder vereinfachen zu was anderem. Also irgendwann kommt das da. Nochmal irgendwann später kommt 4 Omegas übereinander geschichtelt. Und nochmal viel später kommt eine Zahl, die Epsilon 0 heißt. Und das sind unendlich viele Omegas übereinander geschichtelt. Danach kommt Epsilon 0 plus 1. Dann Epsilon 0 plus 2 und so weiter und so fort. Irgendwann hat man unendlich viele Epsilon 0s übereinander geschichtelt. Das ist dann Epsilon 1. Irgendwann nochmal später hat man unendlich viele Epsilon 1 übereinander geschichtelt. Das ist Epsilon 2. Und ihr erkennt schon, wie es weitergeht. Ne? Irgendwann hat man Epsilon 3, dann Epsilon 4, Epsilon 5 und irgendwann Epsilon Index Omega. Dann Epsilon Index Omega plus 1, Epsilon Index Omega plus 2 und so weiter und so fort. Und dann irgendwann erkennt man dort auch wieder eine Systematik, führt dafür eine neue Notation ein, kann wieder weitermachen, kann wieder längere Zeit weitermachen, so ähnlich wie mit den Epsilon-Zahlen. Erkennt dann wieder eine Systematik, führt eine kurze Notation ein und so weiter und so fort. Die Ordinalzahlen, die man auf diese Art und Weise bekommt, wenn man einfach immer wieder die Ordnung überblickt und eine Notation einführt, sind winzig kleine Baby-Ordinalzahlen.
für eine gestandene Mengentheoretikerin. Und wenn ihr euch ein bisschen reinsteigern wollt, dann empfehle ich euch eine Serie von drei sehr, sehr schönen Blogartikeln von John Bass. Ich nehme an, der Titel enthält irgendwas sowas wie Ordinal Numbers. Das ist auf seinem Azimut-Project gehostet. Was übrigens sehr interessant ist, weil John Bass ist also ein ganz berühmter theoretischer Physiker und Mathematiker und hat lange Zeit sehr krass eskaliert auf unendlich 1-Kategorien oder halt unendlich Kategorien und so. Und hat sich dann gedacht, lass nochmal ein bisschen was anderes machen und lass das Problem der globalen Klimaerwärmung irgendwie lösen oder halt helfen. Ja? Und dann hat das Azimut-Projekt gegründet, wo er gesagt, also wo er Leute versammelt hat, die mal mit Logik an das herangehen und Daten sammeln und so weiter und so fort. Er ist auch einer der Köpfe hinter der kürzlich erfolgten Sicherungsaktion von all den Wetterdaten. Also als die amerikanische Regierung gewechselt hatte, hat er organisiert, zusammen mit vielen anderen, dass tausende freiwillige Terabyte an öffentlichen Daten von den Wetterwebseiten runterladen, so historische Daten, die dann daraufhin auch runtergenommen wurden von der neuen Regierung. Gut, auf jeden Fall, das ist der ordinale Zahlenstrahl. Bisschen mathematischer, wie können wir uns solche Ordinalzahlen vergegenwärtigen? Ordinalzahlen stellen stellen fundierte Ordnungen dar. Üblicherweise sagt man wohl fundiert, aber Makarius aus dem Curry-Club hatte angemerkt, dass es ja gar keinen Sinn ergibt, nochmal das Wohl dazu zu sagen, weil das fundiert impliziert schon, dass es gescheit ist. Deswegen können wir einfach fundiert sagen. Und was das ist, will ich zeigen an der anderen Tafel. Also zum Beispiel die Ordinalzahl 3 stellt dar, dass wir drei Pünktchen haben, die so angeordnet sind. Das vordere Pünktchen, dann das mittlere, dann das hintere. Die Ordinalzahl Omega stellt dar, das mache ich jetzt am einfachsten mit natürlichen Zahlen, stellt halt die Gesamtheit aller natürlichen Zahlen dar, so angeordnet. Omega plus 1 stellt auch eine gewisse Ordnung dar. Und zwar nicht die gewöhnliche Ordnung auf n, wie es bei Omega der Fall war, sondern eine neue komische, nämlich folgende. Da gilt 1 als kleiner als 2, kleiner als 3 und so weiter. Aber all diese Zahlen gelten als kleiner als 0. Das ist einfach eine Neudefinition vom Kleinerzeichen. Auf eine Art und Weise, dass das trotzdem eine Totalordnung ist. Das heißt, für je zwei natürliche Zahlen gilt, die eine ist kleiner als die andere oder andersrum oder sie sind gleich. Und so, dass die Ordnung fundiert ist, worauf wir noch genauer zu sprechen kommen werden, aber es heißt grob, dass es keine unendlichen, echt absteigenden Ketten gibt. Zum Beispiel bei der normalen Ordnung ist das der Fall, weil wenn ich mit 12 anfange und mir nur immer erlaube, echt nach unten abzusinken, bin ich nach höchstens 12 Schritten bei 0 und dann geht es nicht mehr weiter. Und auch bei dieser Ordnung ist es okay. Wenn ich bei 7 anfange, dann weiß ich, dass meine Kette irgendwann aufhört, wenn ich strikt immer absteige im Sinne dieser Ordnung. Wenn ich bei 0 anfange, weiß ich es auch. 0 gilt hier als das größte Element bezüglich dieser neuen Ordnung. Eine Kette, die am Anfang eine 0 hat, wird danach irgendeine andere Zahl haben. Das wird irgendeine normale Zahl sein. Und ab dort weiß ich, dass die Kette nur noch so und so viele Schritte hat, bis sie bei 0 ankommt. Also das ist Omega plus 1. Omega plus 2 verkörpert folgende fundierte Ordnung. Da definiert man künstlich, dass 0 und 1 beides größer als alle Zahlen ab 2 sind und dass 0 als kleiner gilt wie 1. Ich nehme an, wie man Omega plus 12 kodiert oder sowas ist dann auch klar. Und irgendwann kommen wir auf Omega mal 2. Omega mal 2 können wir, hat jemand von euch einen Vorschlag, wie wir Omega mal 2 kodieren? Genau.
wir sortieren all die geraden Zahlen als kleine ein, als all die ungeraden Zahlen. Gut, und das kann man lange fortsetzen. Und ich will gerade noch Omega hoch Omega einfach anschreiben, weil das nun mal ein interessanter, schwieriger Fall ist. Omega hoch Omega kann man so machen. Ich schreibe jetzt nicht mehr kleine Zeichen, sondern ich sage einfach, je weiter unten oder je weiter rechts eine Zahl steht, desto größer wird sie bezüglich der neu definierten Ordnung. 0 und 1. So, jetzt kommen alle Potenzen von 2. Quadrat, 2 hoch 3, 2 hoch 4, 2 hoch 5. Dann kommt die Zahl, das hätte ich vielleicht versetzen sollen. So. Dann kommt 3, ist auch egal. Und 3 mal 2, 3 mal 2 Quadrat, 3 mal 2 hoch 3 und so weiter. Dann kommt 3 Quadrat. In der nächsten Zeile haben wir alles mit 3 hoch 3. Und das geht jetzt lange so weiter. Und dann nehmen wir den nächsten Primfaktor. Das hier war stilisiert eine Linie nach rechts. Das war stilisiert sowas. Als nächstes käme jetzt, kann ich aber nicht mehr malen, was dreidimensional ist. Irgendwie sowas. Nach hinten noch rein. Wo es darum geht, dass wir noch einen Primfaktor 5 haben. Und nach rechts quasi ist die 2-Hochachse, nach unten ist die 3-Hochachse und nach hinten ist die 5-Hochachse. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein dreidimensionales Gitter von lauter Zahlen. Die Primfaktoren, die in diesen Zahlen vorkommen, sind immer nur die Zahlen 2, 3 und 5. Je weiter man nach hinten in dem Mittelgitter geht, desto höher steigt der Exponent vom Primfaktor 5. Wenn ich weiter nach rechts gehe, steigt der Exponent von 2. Wenn ich nach unten gehe, steigt der Exponent von 3. Das mache ich also als nächstes. Anschließend mache ich sowas Vierdimensionales. Also 5 und in nochmal eine Richtung mache ich es mit 7 dann. Und dieses Verfahren setze ich immer weiter fort. Es ist möglich, das direkt auch in Peano-Arithmetik zu formulieren. Die Regel ist einfach die, dass man zwei Zahlen jetzt nicht mehr nach ihrem numerischen Zahlenwert vergleicht, wie es bei Omega der Fall war, sondern dass man die jetzt beiden zu vergleichenden Zahlen in Primfaktoren zerlegt und dann zunächst mal schaut, was denn die größte Primzahl aussagt. Also man schaut sich an, was der größte Primfaktor ist, der in beiden drinsteckt, und dann gewinnt mal die Zahl, also die gilt als größer, deren Exponent von dieser Primzahl mehr ist. Sollte Gleichstand sein, wird der nächst kleinere Primfaktor analysiert und so weiter. So kriegt man das hin. Und all die Ordinalzahlen, die hier stehen, kann man in der Tat als Teilmengen von n noch kodieren. Es gibt auch, wenn man in echter Mengenlehre, untersucht man auch Ordinalzahlen, die darüber hinausgehen, sogenannte überabzählbare Ordinalzahlen. Die kann man nicht mehr als Teilmengen von n kodieren, aber all die hier kann man. Gut. Und was wir nächstes Mal dann analysieren werden, ist wirklich, was QFTI Epsilon 0 heißt und wie man dann eben diese Beweise hier führt. Ich will nur noch eine Sache sagen, damit ihr nicht ganz, damit ihr jetzt auch beruhigt schlafen könnt. Nämlich grob besagt QFTI von Epsilon 0 folgendes. Das besagt, dass es in einer Ordnung, die Epsilon 0 widerspiegelt, haben wir jetzt nicht an der Tafel, dass es dort keine unendlichen absteigenden Ketten gibt. Dass das wirklich fundiert ist. Dem ist wirklich so, wenn wir in der Metasprache genügend viel glauben. Aber ob das ein konkretes System zeigt, das ist ungewiss. Hier steht zum Beispiel, PA zeigt das da, aber PA zeigt nicht das. Und wir haben es auf jeden Fall, dieses mächtige Induktionsprinzip haben wir nicht in PAA selbst zur Verfügung. Deswegen ist das hier explizit dazu gelistet. Also PAA und die Annahme, grob vereinfacht ausgedrückt, dass es keine unendlichen, strikt absteigenden Ketten gibt, die bezüglich der Epsilon-Null-Ordnung immer weiter absteigen. Das beides zusammen zeigt dann die Konsistenz von PA.
Gibt es Fragen? Bene? Ja, also gefühlt würde ich die PA-Axiome eher glauben als das OFTI von Epsilon 0. Aber das wird sich erlegen. Ja. Ja. Es ist so, also was Gödel noch zeigt, ist, man kann die Konsistenz von einem System, werden wir auch noch natürlich beweisen, man kann die Konsistenz von einem System nicht in dem System selbst zeigen, erst recht nicht in einem Schwächeren, aber durchaus in einem Unvergleichbaren. Ja? Und wenn wir eben, also PAA selbst ist schwächer als PA, aber wenn wir QFTI Epsilon 0 dazu machen, dann kriegen wir etwas, was so stark ist, dass es PA zeigt. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Eine Warnung noch. Dienstag und Mittwoch sind Feiertage. Kauft entsprechend ein. Und Dienstag gibt es ein Unikochen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Danke sehr.